Wenige Kilometer nördlich von Rovinj zieht sich der Limski-Kanal, ein etwa 10 Kilometer langer Meeresarm, von der Westküste Istriens ins kroatische Inland. Es ist durchaus ein Touristenmagnet, den man von Rovinj aus sowohl mit dem Schiff als auch mit dem PKW gut erreichen kann. Am östlichen Endpunkt liegt ein kleiner Hafen, der im Schwerpunkt auf Tagestouristen ausgelegt ist. Das ist dann aber auch schon reine Geschmackssache, zumal eine gehörige Portion Abzocke die Basis der Geschäfte ist. In traumhafter Landschaft lassen sich allerdings besonders die Hänge des Fjordes gut abwandern. Dies ist für uns dann auch der einzige Besuchsgrund. Wir kennen uns in der Gegend ganz gut aus und wollen eine kleine Tour machen, sind aber schnell enttäuscht. Zwar ist es leider nicht ungewöhnlich, dass wenige hundert Meter von den Hotels oder am Rande von Ortschaften der Müll völlig wahllos in der Landschaft entsorgt wird, aber was wir heute vorfinden, ist einfach widerlich. Offenbar hinterlässt zu Lande auch hier der ungebremst wachsende Tourismus seine unauslöschlichen Spuren. Am Rande der vielfach angelegten Radwege für Tourenbiker, aber auch an diesem kleinen Asphaltweg schwanken unsere Blicke immer wieder von traumhafter Landschaft bis hin zu wilder Müllentsorgung. Im Grunde genommen hat sich diese Einstellung seit Titos Jugoslawien-Zeiten nicht geändert. Schade, weil Kroatien grundsätzlich eine Augenweide ist. Aber Menschen können eben Schweine sein, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Die deutschen Autobahnabfahrten belegen dies allzu deutlich. Hier in Kroatien ist man seit Jahrzehnten wie überall auf der Welt von der Geldgier getrieben, der Abfall bleibt also nicht aus. Noch schlimmer, der Bauboom scheint ungebrochen und so werden auch die letzten Naturressourcen mit Füßen getreten. Trotzdem werde ich im nächsten Beitrag auch die vordergründig schönen touristischen Seiten beleuchten, die je nach Geschmack von besonders wertvoll bis Schickimicki-Abzocke alles bieten. Für heute soll es das gewesen sein. Bleibt abenteuerlustig und gesund. Bis bald.